Hirschrücken für die Soße, 1,5 bis 1 Esslöffel Sonnenblumenöl, 200 Gramm Hirschabschnitte, 1 Schalotte IEL Haferflocken I5 Omel Portwein, 1,5 2 Rosmarin, 1 Lorbeerblatt, 5 Wacholderkörner, 5 Pfefferkörner, 25 Omel Trockenrotwein, 500 ml Wildfond IEL kalte Butter für die Essigkirschen. 2 OOG Sauerkirschen, Klammer auf, ersatzweise TK Sauerkirschen, Klammer zu, 3 Esslöffel Zucker, 4 Esslöffel Rotweinessig, Sommelrotwein, Lorbeerblatt, 1 Nelke für den Spitzkohl, 1 Spitzkohl, ca. 7 OOG Salz, 1 Schalotte, Knoblauch, Seesogbutter, 100 bis 150 ml Gemüsebrühe, Pfeffer, Prise, Zucker für die Hirschfilets, 40 0 bis 600 Gramm Hirschfilet Salz, Pfeffer ca. 3 Viertel Teelöffel gemahlener Zimt, 4 OG Butter, Fleur de Sel, Alufolie für die Soße, in einem Topf das Sonnenblumenöl erhitzen, Hirschabschnitte darin scharf anbraten, Schalotte schälen, in Scheiben schneiden und zu den Abschnitten geben, weiter braten, bis die Schalotte ebenfalls Farbe angenommen hat, Haferflocken darüber verteilen, kurz mit anbraten, mit Portwein ablöschen. Rosmarin waschen, trocken schleudern und mit den Gewürzen zum Fleisch geben. Die Flüssigkeit fast vollständig einkochen lassen. Rotwein angießen und ebenfalls fast vollständig einkochen lassen. Wildfond angießen, die Soße weitere 5 Minuten kochen lassen, dann durch ein feines Sieb passieren, dabei die im Sieb verbleibenden Reste gut auspressen. Die Soße in einem kleinen Topf auf etwa 250 ml einkochen. Inzwischen die Kirschen waschen und abtropfen lassen, Stiele und Kerne entfernen. Zucker in einem kleinen Topf hellbraun karamellisieren lassen und mit Rotweinessig, Rotwein und 5 Ohm Wasser ablöschen. Kirschen, Lorbeer und Nelke zufügen, 5 bis 10 Minuten unter gelegentlichem Umrühren leise köcheln lassen. Kirschen zur Soße geben und alles zusammen weitere 5 Minuten köcheln lassen. Soße mit Salz und eventuell etwas Zucker abschmecken. Strunk des Spitzkohls mit einem spitzen Messer herausschneiden. Die äußeren Blätter entfernen, restliche Blätter vorsichtig lösen, den unteren, festen Teil der weißen Mittelrippe herausschneiden. Kohl waschen. Reichlich Salzwasser in einem Topf zum Kochen bringen, darin den Spitzkohl bis fest blanchieren, Klammer auf, 1 bis 2 Minuten Klammer zu. Kohl abgießen, kalt abschrecken und auf einem Sieb abtropfen lassen. Etwa 2 Minuten vor dem Servieren Hirschfilet mit Salz, Pfeffer und Zimt würzen. In eine Pfanne 4 OG Butter bei geringer bis mittlerer Hitze aufschäumen lassen und darin die Hirschfilets von beiden Seiten jeweils ca. 2 Minuten anbraten. Die Pfanne für 8-2 Minuten in den auf 18 Grad C, Klammer auf Umluft 160, Klammer zu, vorgeheizten Backofen schieben. Machen Sie zwischendurch den Drucktest. Währenddessen für den Spitzkohl Schalotte und Knoblauch schälen, fein würfeln und in einem Topf in 5 OG Butter farblos anschwitzen. Spitzkohl in breite Streifen schneiden und mit der Gemüsebrühe zufügen. Das Ganze zugedeckt 3 bis 4 Minuten leise köcheln lassen und mit Salz, Pfeffer und eine Prise Zucker abschmecken. Hirschfilet aus der Pfanne nehmen, in Alufolie einschlagen und 5 Minuten ruhen lassen. Soße aufkochen, vom Herd ziehen und mit einem kleinen Schneebesen das Butterstück einrühren.